Entschuldigung, ihr süßen Puppis, ich bin so ein Jurassic Park wieder live aus Berlin. Und wir sind, bin ich schon wieder bei Trockenhaus und hinter mir läuft meine Tochter mein Haus. Heise. Und da ganz hinten läuft die Rakete, wenn die Sonne ist. Ja. Das ist jetzt eigentlich schon Rassismus. Und wir sind heute auf dem Weg zum Park von Friedrichshain. Das ist im Park von Friedrichshain. Und da ist heute ein schullesbisches Event. Und die Sonne scheint auch nicht mehr. Aber es ist auf jeden Fall noch warm. Klaus ist auch mit dabei. Da sind die Sardinentransen hinten. Hallo. Weil da sind nämlich noch Pakete mit Kalendern und Postern von den Golden Gmilfs. Und hinten im Kofferraum sind noch meine Sommerreifen. Ich fahre gerade mit Winterreifen. Und jetzt lasse ich die einfach hinten drin, weil ja Winter ist ja schon bald wieder. Dann kann ich die Winterreifen einfach drauflassen und lasse die Sommerreifen im Kofferraum. Stimmt. Die wurde nicht geschaut. Und wirklich? Und ist die Kamera noch an? Ja. Das war gerade toll. Halt! Nicht war fast außerirdisch, dein Lisa. Hi! Der hat neonfarbene Socken an in Sandalen. Ich sag, fall ihn nicht um. Mann, lauf zu! Wie kann man denn sowas einziehen? Das ist auch dumm. Das sind so viele. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr nach Friedrichshain zu fahren. So, wir sind jetzt in Friedrichshain angekommen. Es war doch wahnsinnig voll auf den Straßen und wahnsinnig beschissen, kann man einfach so sagen. Ich habe einen wahnsinnigen Hunger. Ich möchte jetzt erstmal gleich eine Wurst essen. Eine Rindswurst? Ja, ist mir egal, was für ein Tier, Hauptsache Wurst und gerne mit Senf. Ja? Darf ich hier rein? Ja. Ja. Wir suchen aber jetzt einen Parkplatz und das erweist sich natürlich in diesem beschissenen Friedrichshain als sehr, sehr schwierig. Also nicht, dass ich was gegen Friedrichshain hätte, aber beschissen ist es hier schon. Weil, oh Mann, ey. Die mit dem fetten Ausschnitt sollen da brauchen. Ist das eine Parklücke? Oh, Kacke, ey, was ist denn das für... Da auf der Treppe? Hier links? Nee, ist so ein kurzes Auto. Oh. Da links. Hier. Schakalakalaka. Mitten in Friedrichshain, das ist mitten in der Stadt, wo der Mietenwahnsinn herrscht und Wohnungen knapp sind, gibt es doch tatsächlich noch mittendrin eine ganze Brache, wo nichts ist. Hier sieht's aus wie nach dem Krieg. Und die Rachel ist heute ganz unglücklich, weil sie hat nämlich Espadrillen. Jetzt hältst du da auch noch drauf, hör mal. Weil sie wollte nämlich erst hohe Schuhe anziehen, habe ich gesagt, Mäuschen. Ganz ehrlich, wir gehen in den Park. Und es ist heute sehr windig, ich finde mein Hut dann doch jetzt gerade sehr unpraktisch. Aber was soll man machen? Und ich möchte gerne eine Wurst essen. Stadtbeeren. Oh! Aber Sex hast du, ne? Ja. Guck mal, du bist doch Veganerin, hast du das nicht? Guck mal, da sind auch so Äpfel. Sag mal, es fängt ja richtig an zu stürmen jetzt hier. Kacke. Ach, hier gibt's Grabsteine, guck mal. Industriebrache, Grabsteine und Himbeeren. Ich habe gerade ganz wenig Spaß. Es geht so sehr der Wind, dass meine besonders schweren Metallohrringe im Wind drinne flattern. Seht ihr bitte? Oh, guckt ihr mal bitte. Das sind sehr schwere. Und die Rachel, die hat Angst um ihre Wimpern. Meine Wimpern. Hast du die bloß draufgelegt? Ja. Also ich hätte lieber dabei. Weil das ist nämlich auch so Transvestitenunterhaltung, weil jeder weiß, Wind ist nicht gut für Wimpern. Sag mal, also, was ist denn hier los? Mir geht's richtig gut. Ich hab vorhin zum Glück zu Hause mal geschissen. Für mich total leicht, ja. Kleiner Einkauf, großer Einkauf. Oder wenn du einfach dich dagegen durch die Gegend fahren möchtest, großer Transvestit. Ah ja, Transvestit. Oder großes Geschäft, kleines Geschäft. Siehst du, wo wir bei der Reinspielung gehen. Öffentliche Toilette. Und ich sag mal, der Umwelt zuliebe, setze ich mich da jetzt auch wieder hin. Denn hier riecht es nach Wurst.
Aber ich finde, in dieser Lidl-Umgebung sehe ich so süß aus. So, wir sind jetzt endlich im Volkspark Friedrichshain angekommen. Und da sind jetzt meine beiden Navigatorinnen. So, Raquel, wo sind wir jetzt gerade? Wir sind eine Foto? Ja, jetzt geht das schon wieder los. Schwer. I will look very ugly with you. No, come on, no, you don't. We look like prostitutes. I can also. Where are you from? I have no problem. Where are you from? Chile. From Chile. Oh. Bye. Have a good day. So, also jetzt geht bitte wieder an eure Plätze. Soll ich meine Beine wieder reinmachen? Ja, bitte. Deine Beine. Meine Güte. Wie deine Beine. Ach, Klausis Beine sind da auch. So, Raquel, erklär uns doch mal bitte jetzt, wo wir gerade sind auf dieser Karte. Wir sind am Anfang. Danke, Raquel, Weinhaus. Und gehen jetzt rein. Komm, wir gehen. Klausi joggt weg. Was macht denn Klausi jetzt? Jeder läuft. Ach, der muss bestimmt wieder pullern. Klausi muss ja immer pullern. Der geht ja immer pullern. Der Boden muss schlecht sein. Kannst du mir mal sagen, wie du mein Outfit heute findest? So richtig beschissen. Du siehst aus wie ein Werbeplakat von Lidl. Und wenn dir das heute abends anlässt, nehme ich dich nicht mit ins Schwutz. Dann bleibst du zu Hause. Nein. Jessica, komm zurück. Nein, Jessica. Ach, guten Tag, Herr Wobereit. Da ist der Herr Wobereit. Danke, tschüss. Der Herr Wobereit. Hat schnell eröffnet und weg. Ne? Der altert eigentlich auch gar nicht mehr. Der sieht seit 10 Jahren gleich aus. Ne? Der hasst mich wie die Pest. Ja, dich doch auch. Kennst du Herrn Wobereit? Ja. Ja? Kennt man ja auch nicht persönlich. Ja, ja, den kennt man auch nicht. Schau so eine Abgehandlung. Also ich, ja, du bist ja auch sehr, sehr gebildet. Und ich habe, gerne. Oh. Sie trägt Neon, guck mal. Hallo! Da ist Kaspar. Guten Tag. So, wir sind jetzt da, guck mal, da sind ganz viele Menschen. Och, und da sind Polizisten, die einen untersuchen möchten. Erst mal gucken, jetzt müssen wir erst mal gucken. Wir sind Weinhaus. Ja. Da sind viele Menschen, das ist so ein bisschen. Wie der Max sagt, ich habe keinen Bock drauf. Wo ist mein Backstage? Wo ist denn das Backstage? Ich finde das bestimmt. Ich habe ein Hungerchen. Ich habe wirklich ein Hungerchen. Ich möchte eine Wurst. Ich bin vegan. Also du auch? Ja, dann schließt euch bitte zusammen und dann kauft ihr euch eine vegane Wurst. Ja? Die jungen Leute von heute. Ich habe Hunger. Die mit dem Bauch. Komm, wir gehen mit dem. Nein. Du bist geil. Den kenn ich auch. Das ist anstrengend hier. So voll. Viele Menschen. Klaus! Wo ist denn Klausi eigentlich jetzt hin? Ach da, Klaus hat jetzt mit dem Bier. Weihnachts ist schon wieder irgendwo unterwegs. Oder das auch gerade Wurst? Das Wurst! Hast du Klebstreifen dabei? Was? Hast du Klebstreifen dabei? Was für Klebepfeifen? Weiß ich nicht, die war ja. Nein. Du kannst hier reinmachen, das ist sehr lastig. Ja. Du widerliche, ekelhafte Scheiße. Ja, krieg noch eine Wurst. Noch ein bisschen? Ja. Es könnte sein, dass es hält. Ich weiß es aber nicht. Sieht aus wie der Kopf von dem Hühnchen. Aber nicht wieder so groß abbeißen wie die. Das ist ein Puppenbiss, die Jurassic Park. Ja. Alex, komm, du kommst du mich ab zu mir auf die Bühne. Das ist schön. Ich habe erst mal Hunger. Ein Würstchen vom Havelländer Apfelschwein. Bla, bla, bla. Bla,
Naja. Hast du nicht gegessen? Ich habe noch 100% Granapfel. Das reicht. Sie ernährt sich nämlich nur flüssig. Ich bin jetzt frisch gestärkt. Und jetzt gehen wir hier mal so hoch. Weil ich muss irgendwo mal hin, wo die Musik nicht so laut ist. Ich muss ja dann immer so schreien die ganze Zeit. Hier, WC Frauen. Da. Aber da darf nicht geraucht werden. Geht dir mal vor. Ja, schon vor. Oh, wie riecht's denn hier? Toll. Tatsächlich nicht nach Pisse. Es riecht eigentlich nicht. Eigentlich riecht's ganz frisch. Eigentlich riecht es wirklich sehr frisch hier, hätte ich gar nicht gedacht. Das sind auch Holz-Toilettengarnituren. Oh, das ist ja sehr hochwertig. Wollen wir? Aber sehr klein. Ich bin sehr klein, ich weiß. Dann gehen wir wieder raus, oder? Mach die Klo. Ja. Warum? Ich bleib jetzt. Wir machen. Was macht ihr denn da jetzt? Du nervst. Sehr verehrte Männer, Frauen und Mischgeschlechter, hier ist Doris Belmont, eine Kundenkollegin von mir, heute geschminkt. Schweig, geh mal weiter. Ja, nervt mich jetzt auch schon wieder. Tschüss. Ich frage jetzt mal die Dame aus Stuttgart. Die Raquel Intervention, ne? Wie findest du es bislang? Es ist sehr voll. Laut auch. Und laut. Aber es laufen sehr viele attraktive Männer hier. Ach so, ja. Ich habe ja nur Augen für Klaus. Ich nicht. Bist du heute fickbereit? Nein. Nein? Ich muss ja später noch bei dir aufnehmen. Ja, du kannst ja danach ficken. Gut, Raquel, immer. Ist die Weinhaus irgendwann bei irgendwelchen fremden Menschen und quatscht die voll. Na endlich, jetzt kommen endlich. Furchtbar schon wieder. Lauf, schneller. Schäm dich. Schäm dich. So, reicht jetzt auch. Wir gehen jetzt weiter. Guten Tag. Sehr viele Menschen. Wir sind jetzt wieder an der Industriebrache, wieder zurück und hier ist schön still. Ich dachte, das ist der Friedrichshains Park. Und dann fahren wir auch langsam dann nach Hause und dann werden wir auf dem Sofa noch ein bisschen chillen und Tiefkühlpizza essen und Fern gucken. Kannst du nicht einfach sagen, entspannen? Du bist doch keine Hirn. Bla, 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 bla. Und wir wurden gerade so richtig süß homophob angebrüllt. Ja. Das hat Freude gemacht. Was hat er denn mal gesagt? Er hat gemeint, du scheiß Transit. Hab ich gemeint, wenn du das nächste Mal wickst, dann denkst du an meinen Arsch. Da war er sehr schnell ruhig. Da war sehr schnell ruhig, weil der wahrscheinlich das sowieso schon die ganze Zeit gemacht hat. Guck mal, die winken uns, die Mädchen, die finden uns toll. Tschüss. Ja, die waren süß. Ja, türkische Mädchen lieben uns Trans immer. Ja. Die lieben uns. Die mögen halt unser Make-up. Ich habe hier zum Glück einen Karton, weil da kann ich mich nämlich ganz nonchalant auch so ein bisschen aufstützen beim Fahren. Das ist Luxus pur. Das war so ein Original 70er-Jahre-Schild. Was denn? Ach, wie ihr seht, ich bin zu Hause. Da ist die Weinhaus in Unterwäsche. Und die macht jetzt für mich Abendessen. Sie kocht für mich Pizza. Ja, ach so, ja. Fertig. Wir haben uns nämlich jetzt überlegt, weil die Travestie an sich ja nicht genug ist, sind wir jetzt die nächsten Models von Victoria's Secret. Ja, wir werden Unterwäschemodelle. Deswegen haben wir extra für euch mal unsere Pusen rausgeholt. Pusen. Excuse me. Bis dann. Bye! Sharing is caring.